So, willkommen zurück zu Binding of Isaac. Beim letzten Mal haben wir es ja tatsächlich mal geschafft, mit Kane durch die Kathedrale zu kommen. Und haben jetzt also schon mit Kane und mit Isaac es geschafft, ein Polaroid-Bild oder Stück freizuschalten. Man sieht das hier ganz schön. Und heute versuchen wir es, glaube ich, mal mit Maggie. Dann haben wir schon, sag ich mal, die einfachsten Charaktere dann schon mal weg. Dann können wir uns so langsam an die schwierigeren machen, wie Judas und das blaue Baby. Das wird, denke ich mal, sowieso noch ein etwas langwierigerer Spaß. Dann gucken wir mal, wie wir das so schaffen. Ja, was gibt's zu Maggie zu sagen? Maggie startet mit 4 Herzen, dem Yamhart. Ziemlich wenig Speed. Ich blende hier einmal ein. 2 Speedpunkten, 2 Shot Speed, 2 Damage und 2 Range. Und keine weiteren Items, also keiner Bombe, keinem Schlüssel und keiner Münze. Was haben wir hier? Den roten Pilz. Den kenne ich noch gar nicht. Oder hatten wir den schon mal? Magic Mushroom, all Stats up. Okay, wir sind. Haben also alle Stats erhöht bekommen, okay. So ein paar Mal schießen, glaube ich, bis das angezeigt wird. Ne. Aber langsam sind wir, glaube ich, immer noch. Ja, fängt das schon mal gut an. Wir sind zwar ziemlich riesig jetzt, also ich weiß nicht, inwiefern das hier uns was nützen soll, weil wir sind ziemlich groß jetzt. Zack. Zorn kriegen wir auch weg. Sollte kein Problem sein hier. Oh, wir machen aber schon ein bisschen Schaden hier. Muss ich ja sagen. Jetzt bin ich ja begeistert. So, Mr. Boom brauchen wir nicht mitnehmen. Die brauchen wir nicht, der Space Item. So, wir könnten aber theoretisch, falls wir den nachher nochmal benötigen, könnten wir uns nochmal damit einen Raum freispringen. Okay. Das ist ja super. Da habe ich eigentlich gedacht, da wäre vielleicht jetzt mal ein paar blaue Herzen drin. Aber naja, soll wohl nicht sein. So, die Spinnen, die kann man auch schön hier die Ecke kaputt machen. Zack. Ist natürlich am Anfang ein bisschen schwierig hier mit Maggie. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man so langsam ist mit der, da muss man immer bei den Spinnen ein bisschen weiter weggehen. So, wir haben jetzt noch eine Bombe. Wir könnten den Secret-Raum aufsprengen. Der müsste eigentlich hier sein. Oder wir versuchen... Ja, wir machen erstmal hier die Kiste auf. Mal gucken, was da so drin ist. Ja, da sind doch Bomben drin. Dann können wir uns sogar die Kiste auch noch holen. Das ist doch schön. Zack, her damit. Münzen. Und dann können wir uns tatsächlich jetzt auch noch hier den Secret-Raum holen. Ich hoffe mal einfach, der ist hier. Aber der müsste eigentlich auch hier sein. Yep, da ist er auch. Und hier haben wir einen Automaten. Den wollen wir nicht benutzen. Gib uns Münzen. Zack, sehr schön. So, dann können wir jetzt eigentlich auch schon zum Boss gehen. Haben wir hier sonst keinen Raum mehr, den wir benutzen können. Dann gehen wir mal zum Boss. Was haben wir hier? Den Pin. Ja, Pin ist ein ziemlich einfacher Boss. Kann eigentlich nichts, außer sterben. Sterben kann er ganz gut. Er springt immer so ungefähr an die Position, wo man gerade gestanden hat. Sollte man dann weggehen, sobald er aus der Erde kommt. Zack. Ist eigentlich ziemlich simpel. Wie man gesehen hat, lässt er sich ziemlich leicht töten. Ein blaues Herz hat er gedroppt und den Magic Ball. Mit dem Magic 8 Ball kriegen wir nochmal Tears ab. Das heißt, unser Attack Speed wird erhöht. Was haben wir hier? The Hermit. The Hermit. Was war nochmal The Hermit? Ich glaube, mit The Hermit kommen wir in den Shop. Bin mir nicht sicher. Wir werden es jetzt mal direkt benutzen. Yep, mit The Hermit kommen wir in den Shop. Die Brücke. Die Brücke ist nicht schlecht. Wir nehmen aber trotzdem mal das blaue Herz lieber mal mit. Die Brücke ist jetzt auch noch nicht so super klasse, dass ich dafür jetzt 15 Münzen ausgeben würde. Das blaue Herz ist da schon um einiges besser. So, was haben wir hier noch? The Moon. The Moon kommen wir in den Secret-Raum rein. Da gehen wir auch mal direkt hin. Zack, er damit. Jawohl, haben wir sogar noch ein paar Münzen. Können wir uns sogar, vielleicht, wenn wir die Brücke bräuchten, könnten wir uns die eigentlich noch mitnehmen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber wir könnten es. Wir haben es ja. Wir haben es ja so dicke. Und wir werden hier eingequetscht. Das ist ja schön. Schön, schön. Jetzt müssen wir uns erstmal noch einen Schlüssel holen hier. Weil ohne Schlüssel kommen wir nicht in den Schatzraum rein hier. Aber die Viecher können nichts. Das ist ja ein bisschen unheimlich, dass unsere Maggie hier so dick ist. Das ist ein bisschen sehr unheimlich. So, zack. Aber Schaden verursachen wir eigentlich schon ganz gut. Schlüssel haben wir auch. Wir gehen erstmal zum Boss. Und es ist Femmein, der gute Femmein. Unser alter Freund. Den wir jetzt schon gefühlte 200 Mal erledigt haben. Vom Charge sollte man sich am besten nicht treffen lassen. Denn der zieht ein ganzes Herz ab. Was gibt's zu dem blauen Femmein zu sagen? Man hat ja vielleicht schon gesehen, der spuckt jetzt hier so einen Shotgun-Schuss quasi, kann man sagen. So eine Streuung. Und er macht auch noch, anstatt Fliegen zu spawnen, so einen Rundumschuss. Was haben wir hier? Bruder Bobby oder Guppies Paw?
Guppies Paw, damit könnten wir uns jetzt eine Menge blaue Herzen machen. Mit Bruder Bobby könnten wir uns einen Begleiter holen. Wir holen uns mal Bruder Bobby. Wir könnten uns eigentlich Guppies Paw holen, aber das würde sich gar nicht mehr lohnen. Nee, wir holen uns nur Bruder Bobby. Spielen wir mal ein bisschen anders diesmal. Wir müssen ja sowieso noch in den Schatzraum rein. Boah, wir sind aber auch echt verdammt groß, ey. Echt voll der Melonenkopf hier, die Maggie. Wir müssen ja sowieso noch hier in den Raum rein. Mit Guppies Paw fällt mir gerade mal ein. Hätten wir auch theoretisch. Okay, wir haben Chubby. Lil Chubby! Jetzt haben wir schon zwei Begleiter. Lil Chubby hatten wir auch schon im letzten Run, glaube ich. Als wir mit Kane den Kathedralen-Run gemacht haben. Lil Chubby fliegt durch Gegner durch und macht Schaden. So wie Chubb frisst er sich durch die Gegner. Na, sollte uns nicht treffen, die Fliege. Zack, her damit. So, jetzt machen wir mal frei. Und ja, er macht sogar ziemlich viel Schaden. Boah, sehr schön, viele Münzen. Also ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Item. Wir holen uns jetzt auch mal hier die Leiter. Denn wir haben sowieso ziemlich viele Münzen. Da können wir uns die Leiter ruhig mal gönnen. In den Kampfraum kommen wir jetzt leider nicht mehr rein. Hätten wir uns Guppies Paw verholen müssen. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Fällt mir gerade mal ein. Ne. Vielleicht triffst du uns auch mal hier nicht. Zack. Zack. Hier haben wir noch einen Arcade-Raum. Auch nicht schlecht. Brauchen wir aber auch nicht eigentlich. Können wir eigentlich auslassen. Könnten mal reingehen. Wir haben ja dann noch immer noch 15 Münzen. Okay, dann machen wir dich mal tot hier. Vielleicht kommt da eine Bombe raus. Yep, kommt sogar eine Bombe raus. Sehr schön. Komm, geh kaputt. Bombe. Ne, Münzen. Münzen. War da noch was? Ne. Gut, dann gehen wir weiter. Dann können wir jetzt auch die Ebene hier abschließen komplett. Ich hatte gehofft, wir kriegen vielleicht noch einen Schlüssel. Und wir in der nächsten Ebene keinen mehr suchen müssen. Aber gut. Kann man jetzt auch nicht ändern. Wir gucken jetzt erstmal. Ja, hier ist direkt der Shop. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass wir jetzt so ein Glück haben. Also man hat gesehen, der Shop frisst sich da ganz gut durch die Gegner durch. Man sollte natürlich auch zielen mit ihm. Und ich habe ja schon meinen letzten Run erklärt. Man muss stehen bleiben für Chubb. Sonst greift er nicht an. Also sonst kann man ihn nicht schießen. Wenn man die ganze Zeit läuft, ja, kann man ihn nicht schießen. Kann bei manchen Gegnern ziemlich nervig sein. Aber ist eigentlich jetzt auch nicht so schlimm. Also, es geht. So, hier haben wir einen Kampfraum. Da gehen wir auch mal. Obwohl, warte mal. Wir gehen jetzt erstmal hier in den Schatzraum. Zack, was haben wir denn hier? Ein Magnet, ein Item Snatcher. Okay. Gut, mit dem Item Snatcher können wir Gegenstände durch Wände ziehen. Also, was, das ist eigentlich nicht schlecht. Lucky Toe ist auch ein super schönes Item. Das ist doch mal schön. Komm, Chubby, fress dich mal durch, da durch die Gegnermassen. Okay. Nicht so die Gegner, bei denen man stehen bleiben sollte eigentlich. Aber gut. Dann, was gibt's genau zu Chubby? Der macht auch nur Schaden, während er hinfliegt. Also beim Rückfliegen macht er keinen Schaden. Die treffen mich hier nicht. Sehr schön. So. Ja, wie gesagt, er macht nur Schaden, wenn er hinfliegt auf die Gegner. Beim Zurückfliegen macht er keinen Schaden. Fliegt aber bis zum Ende der Ebene, also bis zum Ende des Raumes. Ist ziemlich cool. Das heißt, man kann auch mehrere Gegner, er durchdringt auch mehrere Gegner, hat man ja gesehen. Ist eigentlich ein ziemlich cooles Item. Jetzt glaube ich schon 12 Millionen mal gesagt. Aber auch gut. So, bis jetzt scheint es eigentlich ganz gut zu laufen hier mit Maggie. Bräuchten eigentlich noch einen Schlüssel. Ja, super. Das ist doch mal schön. Dann können wir jetzt eigentlich auch, wir gehen mal eben kurz hier im Bossraum rein. Machen den mal eben tot. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Kriegen wir direkt unseren Meat Boy. Unseren kleinen. Na. Vielleicht triffst du uns auch nicht. Du Eierflaume, du. Sehr schön. Unser Chubby macht da auch schon ein bisschen Schaden. Sehr gut. Sehr gut. So, dann können wir uns direkt hier unseren Meat Boy abholen. Da haben wir schon mal... Oh, jetzt bin ich beinahe in die Ebene gerannt. Was haben wir denn hier? Einmal die Hure von Babylon und einmal das Pentagramm. Pentagramm gibt uns, glaube ich, zwei blaue Herzen und erhöht unseren Schaden. Die Hure von Babylon, sobald wir ein halbes Herz haben, verwandeln wir uns einen Dämon, bekommen dann ein Schadens-Upgrade und ein Attack-Speed-Upgrade
und glaube ich auch ein Laufspeed-Upgrade. Ist jetzt nicht so interessant für uns, also können wir uns auch sparen. Wir gehen mal im Shop gucken. Das sieht doch mal schön aus. Das sieht doch mal sehr schön aus. Den Habit. Der Item-Martyrer, der ist immer ganz cool. Denn wenn man getroffen wird, lädt sich das Item immer wieder auf. Ist ziemlich gut in Verbindung mit zum Beispiel dem Book of Revelations oder auch anderen coolen Items. Auch das Yamhart gehört dazu. Also das kann man auch ziemlich gut damit kombinieren. Wenn man nicht gerade sich wie ein Trottel kaputt machen lässt. Wir haben ja sowieso momentan noch ziemlich viele blaue Herzen, also von daher. Ja, können wir unser Yamhart sowieso noch nicht benutzen. Ist dann sowieso eher unrelevant. Dann gehen wir hier gucken, ob hier vielleicht noch das Secret-Raum ist. Ein paar Münzen könnten wir nämlich noch gebrauchen. Jawohl. Ja, drei. Besser als nichts, würde ich sagen. Drei Münzen für eine Bombe. Ist doch okay. So, dann wollen wir mal gucken. Wollen wir mal Richtung Bossraum wieder gehen. Und uns dann hier vom Acker machen. Also ich glaube, so einen großen Kopf hatte ich echt noch nie mit irgendeinem Charakter. Also ich glaube auch diesen roten Pilz hatte ich auch noch nie. So kann sein, dass wir den sogar neu freigeschaltet haben. Ah, da würde ich jetzt gerne hin. Können wir jetzt leider nicht. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Item, womit wir dann dahin können. Beim letzten Run haben wir ja, dadurch, dass wir die Kathedrale mit Kane geschafft haben, haben wir einen neuen Begleiter freigeschaltet, und zwar Abel. Abel ist eigentlich ein ziemlich cooler Begleiter. Denn mit ihm kann man nämlich, der steht hier genau gegenüber von uns und schießt dann in unsere Richtung. Kugeln, Tränen, ziemlich cool. Oh, hab ich hier echt von den... in dem Mob gespawnt, ey. Oh Mann. Sehr schön. Zack. Ja, also ich hoffe mal, vielleicht wir kriegen ihn vielleicht. Er spawnt in Schatzräumen, soweit ich weiß, und man kann ihn auch in Teufelsräumen eintauschen. Vielleicht kriegen wir ihn ja mal zu Gesicht, diesen Run. Oder das Demon Baby, das haben wir ja auch mal freigeschaltet gehabt mit Eve, glaube ich. Als wir das Sheol geschafft hatten. Zack, sehr schön, Münze. So, wir haben 15 Münzen. Ich weiß nicht, wir könnten in den Shop gehen. Wir könnten aber auch mal gucken, ob wir vielleicht hier zuerst mal in den Schatzraum gehen. Denn im Shop könnte auch nur ein Greed sein. Und den Schatzraum will ich mir eigentlich auf jeden Fall mitnehmen. Du, Eierkopf, du. So, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Jetzt ist das auch egal. Du Pflaume. Drei Schlüssel, sehr schön. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar schon hier unseren Meatball zusammen. Vielleicht ist das ja wieder ein. Sehr schön, unser Herz ist fertig. Und was ist es? Ne, es ist The Hollow. Ja, bei The Hollow macht sich unser Chubby eigentlich sehr sehr bemerkbar, mein Gott. Also man hat schon gesehen, wir sind bei diesen unteren Ebenen eigentlich so gut wie unzerstörbar, denn die Gegner ziehen ja nur ein halbes Herz ab und wir kriegen ja alle zwei Schadenspunkte unser Yamhart aufgefüllt. Das heißt, wir sind eigentlich echt unbesiegbar. Tier ist ab, er damit, sehr schön. Was haben wir hier? Bad Gas. Oh, ich hoffe, dass die Pille wenigstens was Gutes ist. Range Up, jawohl. Haben wir zweimal eine Range Up Pille und eine Tears Up Pille gefunden. Das ist doch mal echt schön. Also das ist doch mal echt eine schöne Sache. Sollte vielleicht jetzt mal hier genau rot machen hier. So, dann gehen wir zuerst mal in den Shop. Ne, in den Goldraum. Komm, der ist doch bestimmt hier direkt. Zack. Boah, jetzt gehen wir mal, werden wir aber hier mit Schlüsseln zugebombt hier. Das ist ja unglaublich. Wir hätten vielleicht nochmal die ein oder andere Bombe gebrauchen können. Da macht sich unser Chub auch ganz bezahlt, denn diese Gegner sind richtig, richtig nervig. Hier können wir durch unseren Magnet profitieren. Was haben wir denn hier? Okay, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, das Item. Denn wir haben ja hier hinten noch Pillen rumliegen. Da gehen wir gleich nochmal rein. Denn wir haben ja hier hinten noch Pillen rumliegen. Super Envy, okay. Gegen Super Envy habe ich auch schon ein oder andere Mal gekämpft. Ist wie Envy. Quasi. Nur, dreifache Ausführung, wenn dann das erste Mal platzt. Man sollte sich immer hier in irgendeine Ecke positionieren. Kann man die hier ganz gut wegnatzen.
Man sieht schon, ist eine ganze Menge Rumgerammel hier. So, ich kann es jetzt ja mal demonstrieren, wenn wir uns nochmal treffen lassen. Zack, ist unser Yamaha wieder voll. Und zack, können wir es direkt benutzen. Also wir sind in den unteren Ebenen hier echt unbesiegbar. Solange uns die Gegner... Bums Aki. Okay. Das war jetzt ziemlich scheiße. Das war jetzt sogar sehr scheiße. Also ich hoffe mal, warte mal, wir nehmen jetzt mal das Item mit hier. Ich hoffe mal, dass jetzt in der einen... In der einen in Pille wenigstens wieder eine Bums Aki Pille ist. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Zack. Jetzt können wir fliegen. Range up. Bad Gas. Super klasse. Das heißt, wir können nicht mehr in den Shop. Es sei denn, hier ist vielleicht der Secret Raum, aber ich glaube eher nicht. Nee. Toll. Super toll. Tja, hätte ich mal die Pille nicht genommen. Gut. Können wir jetzt nicht mehr ändern. Wir holen uns nochmal das Yamhart zurück. Denn das Yamhart können wir eigentlich echt mehr gebrauchen als unser Shinking Shears hier. Ja, damit. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier... Ach, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich denke mal, da hätten wir vielleicht das Buch vielleicht kriegen können. Mit ein bisschen Glück hätten wir Book of Revelations da finden können. Oder Book of Shadows oder irgendein anderes tolles Item. Das ärgert mich. Aber gut, können wir nicht ändern. Wir gehen in die nächste Ebene. Sind jetzt auch schon in den Tiefen. Haben jetzt natürlich auch keinen Schlüssel mehr hier für den Schatzraum direkt. Ja, sehr schön. Das ist schön, dass ihr alle zum... Warte mal, war da gerade ein blauer Stein? Ja, hier. Hier ist ein Stein. Zack, her damit. Bomben. Ja, wir bräuchten aber Schlüssel, keine Bomben. Wie wär's denn mal mit ein paar Schlüsseln? Nee, geht weg. Jawohl, da ist doch schon einer. Zack, her damit. Wir gehen im Schatzraum. Und was haben wir drin? Scapula. Scapula ist, ja, nicht so schlecht. Aber jetzt auch nicht so super gut. Sobald wir ein halbes Herz nur noch haben, kriegen wir ein blaues Herz geschenkt. Kann nur einmal in dem Raum ausgelöst werden, weil es ja sonst, ja, einen unbesiegbar machen würde. In den unteren Ebenen bringt es leider einen Scheißdreck, denn, ja, wir kriegen in den unteren Ebenen ja ein ganzes Herz an Schaden. Und das heißt, wenn wir nur noch ein Herz haben, ja, dann sind wir sowieso tot. Dann kommen wir nicht auf dieses halbe Herz runter.